بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Meine geehrten Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserer Serie Die 100 Glorreichen. Und wir werden inshallah heute über eine ganz, ganz besondere Person sprechen. Über eine Person, die es auf dieser Erde sehr, sehr selten gab und sehr, sehr selten auch geben wird, bis zum Tage der Auferstehung. Wir werden sprechen über das Edelste vom Edelsten, ja, über eine Person, die es in der Weltheitsgeschichte sehr, sehr wenig gab und sehr, sehr wenig geben wird, auch liebe Geschwister. Wir werden heute sprechen nicht über einen Löwen, nicht über einen Mann, sondern über eine Frau, aber eine gewaltige Frau, eine Lehrerin, ein Vorbild, eine Gottesfürchtige, eine reine, eine rechtschaffene Frau, über die Mutter der Gläubigen. Wir werden heute reden über die edelste der edelsten Frauen, über die schönste der schönsten Frauen. Wir werden inshallah heute reden über die Mutter der Gläubigen, die Mutter der Gläubigen, Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha, die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, Khadija war mal zu einer Zeit die halbe Umma. Sie zählte als die halbe Umma. 50% der Umma war Khadija radiallahu anha. Diese gewaltige Frau, diese edle Frau, diese reine Frau. Khadija radiallahu anha ist vom besten Stamm. Ja, sie ist vom besten Stamm und sie ist eine Qurayshiya von Quraysh und Qurayshiya und sie war, liebe Geschwister, sie war schon vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehrere Male verheiratet und verwitwet auch und hatte auch schon Kinder bekommen, subhanallah. Und danach war sie eine lange Zeit alleine. Ja, also sie war dann ohne Mann. Und subhanallah, und trotzdem, auch zu dieser Zeit, jeder wünschte sich in Mekka, sie zu heiraten. Ja, weil das eine sehr, sehr edle Frau war, eine sehr schlaue Frau, eine von der es ganz, ganz wenige ihresgleichen gab. Ja, sie war von den Besten. Sie war eine sehr, sehr schlaue Frau. Sie war sehr erfolgreich im Handel. Sie war eine Handelsfrau. Sie hat Business gemacht, ja, sie hat Geschäfte gemacht und war sehr erfolgreich darin. Sie war wohlhabend. Ja, sie war wohlhabend. Und sie hatte einen sehr, sehr schönen Charakter, eine schöne Wesensart. Die Menschen mochten es gerne, sie zu treffen oder mit ihr zu sein, subhanallah. Und subhanallah, und dann hat sie, und sie wurde, subhanallah, schaut, sie wurde schon vor dem Islam, bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesandt wurde, wurde sie At-Tahira genannt. Ja, sie wurde, ihr Spitzname war At-Tahira, die Reine. At-Tahira, subhanallah. Ja, sie wurde die Reine genannt. Und als Muhammad sallallahu alaihi wasallam fast 25 Jahre alt war, ja, als er fast 25 Jahre alt war, hatte sie ja Karawanen geschickt immer, ja, nach Scham, in verschiedene Regionen und Gebiete und hat Handel gemacht. Ja, sie hatte eigene Handelskarawanen. Sie war, wie gesagt, eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau, subhanallah. Und dann hatte sie, subhanallah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ja, von Mohammed sallallahu alaihi wa sallam sozusagen gehört, dass er sozusagen ein junger Mann war, aber auch vertrauenswürdig. Er wurde ja auch in der Jahiliya, also vor dem Islam, wurde er als As-Sadiq al-Amin gerufen, genannt. Ja, der Vertrauenswürdige, der Wahrhaftige, der Vertrauenswürdige. Das waren seine Spitznamen und seine Eigenschaften schon vor dem Islam, subhanallah. Und dann hat sie, subhanallah, ihn gefragt, ob er für sie, bei einer Karawane in den Scham, also nach, in den heutigen nach Syrien reist, Syrien, Palästina, das alles ist Scham dort, diese Region, Libanon und Jordanien, das sind alles Scham, und mit der Karawane und für sie dort Handel treibt, ja. Und subhanallah, war der ungefähr 25 oder noch nicht mal 25 Jahre alt. Zu der Zeit auch, liebe Geschwister, hat sie, subhanallah, als er, der ist dann mit Maysara dann gereist, subhanallah. Und Maysara hat auf dieser Reise sehr viele Sachen gesehen, ja. Sachen gesehen, die nicht normal waren, ja, die nicht üblich waren für einen Menschen. Auch so Zeichen gesehen auf dieser Reise, subhanallah. Und davon viele, ja, dass Wolken zum Beispiel mit dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit ihm reisten und ihm Schatten geschenkt haben auf der Reise, ja, weil die Hitze dort war ja extrem, ist ja extrem in der arabischen Halbinsel, auf der arabischen Halbinsel und in dieser Region, ja. Und Allah azza wa jalla hat, bevor er schon Prophet war, hat Allah azza wa jalla mit ihm Wolken geschickt, die einfach ihm Schatten schenken, und die auf der ganzen Reise, subhanallah. Und dann auch zum Beispiel ist er auf der Reise, einmal haben sie Rast gemacht, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dann Rast gemacht an einem Baum, und da kam ein Allahu alim, also einer von den Leuten der Schrift, Jude oder Christ, und er kam zu Maysara und er sagte zu ihm: Dieser Mann, der mit dir ist, wie heißt er, wo kommt er her? Hat er diese und diese Merkmale? Was hat er für Zeichen? Und so hat ihn so einige Sachen gefragt. Und dann hat er ihm gesagt, ja, er ist so, er kommt von da und er hat dieses und jenes. Und dann hat er gesagt, subhanallah. Und er sagt ihm, weil dieser Mann hat genau die Eigenschaften von einem Propheten, und das ist, und kein an diesem Baum, wo er jetzt gerade Rast gemacht hat, noch nie hat dort einer Rast gemacht, außer dass dieser Mann ein Prophet war. Und das steht in unseren Büchern über ihn. Diese ganzen Zeichen, wonach ich fragte, die stehen bei uns in den Büchern, also im Alten oder Neuen Testament, subhanallah. Ja, das war ein Mönch oder ein Priester, subhanallah, der das gesehen hatte, und dann sagte er zu ihm, der hat die Eigenschaften von einem Propheten, und an diesem Baum hat noch nie einer Rast gemacht, außer ein Prophet. Der hat die Zeichen vom Prophetentum. Ja, der hat die Zeichen, alle Zeichen oder die ganzen Zeichen von einem Propheten, und das wird ein Prophet dieser Zeit sein. Also hatte der Maysara radiallahu anhu Barakallahu fikum, liebe Geschwister, ich mag das nicht, liebe Geschwister, besonders von den Brüdern nicht und den Schwestern nicht, die immer teilnehmen, dass wenn ich über ein bestimmtes Thema rede, sie einfach dann Fragen stellen über ein anderes Thema. Ja, das stört. Barakallahu fikum, muss nicht sein. Allah ibarak fikum. Kann man mir privat stellen oder einfach am Ende, inshallah. Jazakumullahu khairan. Ja, genau, liebe Geschwister. Und dann hat Maysara diese ganzen Sachen gesehen. Und als er wiederkam, hat er das natürlich auch Khadija radiallahu anha, das war ja sozusagen die Arbeitgeberin, ihr von diesen Sachen erzählt. Subhanallah. Und auch weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ehrgeizig war und wahrhaftig war, ehrlich war, subhanallah, barakallahu fikum, nein, inshallah. Und war sie auch begeistert von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, wie erfolgreich er war auf seiner Reise etc. und wahrhaftig war und so weiter. Und dann hat Khadija radiallahu anha, als sie gesehen hat, viele Männer wollten sie heiraten, fast jeder wollte Khadija heiraten, eine reiche Frau, eine Frau von höchsten Adel, ja, von höchsten Edel, und alles hatte sie, subhanallah. Scham, Barmherzigkeit, schlau, reif, eine schöne Wesensart. Diese Frau war einfach, jeder wollte sie heiraten. Ja, aber sie war, die ganze Zeit hat sie nicht geheiratet. Aber subhanallah, dann hatte sie großes Interesse an wen? An Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Khadija radiallahu anha hat dann
auch die Chance ergriffen, ja, und nicht gewartet oder so, sondern hat dann jemanden geschickt, der ihn fragt, ja, dass sie sozusagen um seine Hand anhält. Subhanallah. Und zu der Zeit, liebe Geschwister, war Khadija radiallahu anha, sie war 40 Jahre alt. Sie war 40 Jahre alt. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie ihr wisst, er war ja ein Weise. Er war ein Weise, subhanallah, und hatte keinen Vater, keine Eltern. Und so hat er dann was gemacht? Er hat dann seine Onkel gefragt. Er ist zu Abu Talib gegangen und er ist dann zu Hamza gegangen und zu anderen und hat sie gefragt. Er hat gesagt, ja, Aisha, Khadija radiallahu anha, Khadija fragt und bittet mich, ob ich sie heirate. Was sagt ihr mir? Ja, die Onkel haben sich natürlich gefreut. Das ist natürlich eine Ehre für sie. Ja, und dann haben sie ihm zugestimmt, waren erfreut darüber und dann haben sie geheiratet, subhanallah. Ja, dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er war zu der Zeit 25 Jahre alt, er war 15 Jahre jünger als Khadija radiallahu anha, und dann haben sie geheiratet und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab ihr als Brautgabe 20 Kamele, subhanallah, ja. Er hatte natürlich Onkel wie Abu Talib und andere Onkel, die auch sozusagen wohlhabend waren und so weiter, und dann haben sie ihr 20 Kamele als Brautgabe gegeben, subhanallah. Und das war übrigens ja auch seine, sie war 40 Jahre alt und er war 25, okay. Und dann hat er, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dann Kinder bekommen. Und subhanallah, wie er das Allah gemacht hat, alle Kinder, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen hat, hat er von Khadija bekommen. Ja, alle Kinder, die er bekommen hat, hat er von Khadija bekommen, außer ein einziges Kind. Ja, aber alle anderen Kinder hat er von Khadija radiallahu anha bekommen. Unter ihnen war wer? War Ruqayya. Ja, wer weiß die Namen alle? Die Kinder vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, er hat Ruqayya bekommen und Kulthum bekommen und Ruqayya, Kulthum, Fatima. Ja, Fatima, wer noch? Ja, richtig, wer noch? Zainab, richtig. Ibrahim nicht. Ibrahim ist der Einzige, den er bekommen hat. Qasim, genau, Qasim Abdullah. Ibrahim hat er nicht von Khadija bekommen, sondern von Maria, Qibtiyya. Ja, von Maria, die Ägypterin sozusagen, ja, Al-Qabtiyya, Maryam, oder Maria, Al-Qabtiyya. Barakallahu fikum, ja. Richtig, Barakallahu fikum, ja. Und diese ganzen Kinder hat er von wem bekommen? Von Khadija radiallahu anha. Obwohl sie schon, als sie geheiratet hatten, war sie 40 Jahre alt, subhanallah. Die Jungs, die männlichen Kinder, die sind vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam allesamt gestorben. Ja? Die sind allesamt gestorben. Und die Mädchen haben, die gelebt haben, noch nach dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, war eigentlich nur Fatima radiallahu anha. Ja? Kulthum und Ruqayya, die zwei Töchter vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wen haben sie geheiratet? Wer weiß das? Kulthum und Ruqayya, die zwei Töchter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haben einen Mann geheiratet. Einen Mann, von dem es auch ganz, ganz wenige gibt oder gab auf dieser Erde und geben wird. Wer war dieser Mann? Wem hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beide seiner Töchter gegeben? Richtig, Uthman. Uthman radiallahu anhu, ein Mann, vor dem sich die Engel schämen. Ja, der hat so viel Scham, dass sich vor ihm die Engel schämen, subhanallah. Naam, richtig. Tayyib, barakallahu fikum. Und Khadija radiallahu anha, liebe Geschwister, Khadija hatte einen, Khadija hat eine, genau, Dhun-Nurayn wurde er genannt. Der Uthman wurde Dhun-Nurayn genannt, also der mit den zwei Lichtern, ja, weil er die zwei Töchter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat. Und schaut, subhanallah, dieser Mann, dieser gewaltige Mann, Uthman,
Und Uthman ist, subhanallah, ein ganz, ganz besonderer, edler Mann, inshallah, wir werden auch über ihn sprechen. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, also er heiratet ihm natürlich nicht gleichzeitig beide, sondern er hat ihm eine Tochter verheiratet, und als diese gestorben ist, hat er ihm die zweite geheiratet oder verheiratet. Subhanallah, und dann ist auch die zweite gestorben, und dann hat der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, zu ihm gesagt: Wenn ich eine dritte hätte, so würde ich sie dir geben. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naam, und Khadija radiallahu anha, liebe Geschwister, nein, natürlich nicht. Und Khadija radiallahu anha hatte einen Diener, und dieser Diener war Zayd ibn Thabita. Ja, Zayd ibn al-Haritha, Entschuldigung, Zayd ibn al-Haritha radiallahu anhu. Und subhanallah, es war ein Diener bei ihnen. Und bei Khadija, und Khadija radiallahu anha hat ihn Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschenkt, weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam mochte ihn sehr, er liebte ihn so sehr, dann hat Khadija ihn dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschenkt. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn dann sozusagen adoptiert, ja, und hat ihn so adoptiert, dass er danach auch Zayd ibn Muhammad genannt wurde. Ja, aber das hat Allah azzawajal dann als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt wurde, hat er das auch Allah azzawajal dann verboten. Ja, man darf jemanden adoptieren, Kinder adoptieren oder Waisen adoptieren, aber man darf ihn nicht den eigenen Nachnamen geben. Das ist verboten, absolut verboten. Und und danach wurde er wieder Zayd ibn al-Haritha radiallahu anhu genannt. Okay, liebe Geschwister, barakallahu fikum. Und wie gesagt, eine Khadija radiallahu anha war mal zu einer Zeit die Hälfte der Umma. Khadija war die Hälfte der Umma. Warum? Weil sie war die erste Frau, die den Islam angenommen hat. Wer? Khadija bint Khuwailid. Das heißt, es gab eine Zeit, an der die muslimische Umma, die komplette Umma, waren nur zwei Personen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Khadija, die zwei einzigen Gläubigen auf dieser Erde. Subhanallah. Wer war das? Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Khadija bint Khuwailid radiallahu anha wa subhanallah radiallahu anha. Sie waren als einzige Muslime. Und dann später kam Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu noch dazu, ja, und der Prophet Muhammad hat ihn zu Hause aufgezogen, sozusagen, ja, großgezogen, und dann haben sie zu viert gelebt: Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadija und Ali radiallahu anhu und Zayd, ja, der Diener, der als Diener war und dann beim Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gelebt hat, subhanallah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie ihr wisst, liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch vor dem Islam niemals getrunken, niemals getrunken und niemals gelogen oder gestohlen, hascha sallallahu alaihi wasallam, und er hat auch niemals einen Götzen angebetet. Ja, man hat ihm einmal gesagt, er soll schwören auf Lat oder Al-Uzza, auf einer ihrer Götter. Dann hat er gesagt, ich habe mich noch nie in meinem Leben zu ihnen gedreht, wie soll ich auf sie schwören? Subhanallah. Und das war vor dem Islam, subhanallah. Bevor er entsandt wurde, subhanallah. Und immer hörte sie, also Khadija radiallahu anha, hörte immer wieder über Zeichen, ja. Und sie ging zu Waraqa ibn Nawfal radiallahu anhu, sie ging immer zu ihrem Cousin. Ja, Khadija radiallahu anha, ihr Cousin hieß Waraqa ibn Nawfal, ja, und dieser Waraqa, der war auf jeden Fall ist er auf der Religion der Propheten geblieben, ja, ob Judentum oder Christentum, Allahu alam, aber der hat auch keine Götzen angebetet, ja, er war halt sozusagen noch von den Leuten der Schrift, aber die der Wahrheit gefolgt sind, das heißt, er hat keine Götzen angebetet. Und sie gingen öfters zu Waraqa. Und dann hat sie ihm gesagt, und das war ihr Cousin, ein alter Mann auch, ja, und da hat sie ihm immer berichtet, was sie vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer gesehen hat, ja. Also ging Khadija radiallahu anha immer zu Waraqa und berichtete ihm darüber. Und dann hat Waraqa zu ihr gesagt, wenn er, ja, richtig, er kannte sich sehr gut aus und kannte die Schriften vom Neuen und Alten Testament, subhanallah. Und er sagte zu ihr: Oh Khadija, wenn das stimmt, was du sagst, so ist das der Prophet dieser Zeit oder der Prophet, der jetzt
der jetzt geschickt wird. Subhanallah. Ja, weil er hatte Ahnung von den Zeichen und Ahnung von den Schriften vom Neuen und Alten. Entschuldigung, vom Neuen und Alten Testament. Und bis dahin, liebe Geschwister, bis zu diesem Datum war Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer noch kein Prophet. Ja? Er war immer noch kein Prophet. Und Subhanallah, und Khadija radiallahu anha war eine Frau, die dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor dem Islam und besonders nach dem Islam sehr unterstützt hat. Ja? In jeglicher Art. Und das gehört auch zu den Eigenschaften einer gottesfürchtigen und rechtschaffenen und einer guten Ehefrau im Islam. Eine Ehefrau, die ihre Pflichten nachkommt, beziehungsweise die Allah Azza wa Jalla liebt. Eine Frau, die ihren Mann unterstützt, die ihren Mann motiviert. Wenn er Gutes macht, motiviert sie ihn. Ja, wenn er Gutes macht, er studiert, er lernt, er ruft zu Allah, er spendet, er macht Gutes auf dem Weg von Allah Azza wa Jalla, so ist sie für ihn eine Stütze. Ja, so ist sie für ihn eine Stütze. Sie unterstützt ihn. Sie hält ihn stark. Sie macht ihn stark. Sie motiviert ihn. Ja, sie gibt von ihren Rechten ab, damit er weiter Macht und Stärke findet. Und diese Zeichen waren bei Khadija radiallahu anha besonders stark, liebe Geschwister. Ja. Weil es gibt leider heutzutage auch viele Frauen, die einen demotivieren, die einen runterziehen, subhanallah. Ja, der Mann will vielleicht Gutes machen und studieren und lernen und machen, und die Frau sagt ihm, hast du nur Zeit dafür und dieses und jenes. Und natürlich, man darf nicht übertreiben, nicht untertreiben, aber ihr wisst ja, wie gesagt wird, hinter jedem gewaltigen Mann steht auch eine gewaltige Frau, ja, steht eine gewaltige Frau. Und so sehen wir das bei vielen. Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, hinter ihm, wer hat ihn zu einem so einem gewaltigen Mann gemacht? Seine Mutter war ein Weise und ist bei seiner Mutter aufgewachsen. Imam Ahmad ibn Hanbal war ein Weise. Wer hat ihn zu dem gemacht, was er wurde? Seine Mutter. Und so bei vielen Gelehrten und bei vielen Kämpfern und bei vielen Sahaba, ja, vielen Löwen dieser Umma, die vieles geleistet haben, hinter ihnen waren wer? War eine gewaltige Ehefrau oder eine gewaltige Mutter, subhanallah. Und das sind die Eigenschaften, die eine Ehefrau auch haben sollte. Ja, die Eigenschaft, die eine rechtschaffene Frau, Ehefrau haben sollte. Und das war Khadija radiallahu anha, die war ein Beispiel und ist ein Vorbild in diesem Zusammenhang, liebe Geschwister. Bevor er als Prophet entsandt wurde, liebe Geschwister, hat sich in der letzten Zeit, hat sich Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr, sehr oft zurückgezogen. Ja, er war oft alleine. Und er ist oft in eine Höhle, Ghar Hira, gezogen und ist alleine geblieben dort. Manchmal tagelang, manchmal wochenlang ist er dort geblieben, subhanallah, hat sich zurückgezogen. Aber er hatte noch keinen Koran. Er wusste nicht, wie man genau betet. Aber er hat sich zurückgezogen, und manche Gelehrten sagen, Allahu alam, aber es kann sein, dass er einfach viel nachgedacht hat über die Schöpfung und wer das alles gemacht hat und so weiter und so fort. Und dieser Tafakkur ist ja auch eine Art von Anbetung. Ja, dass man Tafakkur macht und sich Gedanken macht über diese Schöpfung, wie das zustande kam und wer das gemacht hat und so weiter und so fort. Und hat sehr, sehr viel, ist zurückgezogen und hat sich zurückgezogen von der Welt und vom Weltlichen. Und subhanallah, ist manchmal, wie gesagt, tagelang und hat auch dort übernachtet. Subhanallah, auch im Ramadan und so. Er ist dort zurückgezogen in dieser Höhle und ist dort geblieben, Tag und Nacht. Tagelang dort geblieben. Und wer hat sich um ihn gekümmert? Seine Frau Khadija radiallahu anha. Sie ist dorthin gegangen, hochgegangen den Berg und hat ihm Essen gebracht und Tränkung gebracht, subhanallah, und ist immer wieder zu ihm gegangen und hat ihm nicht gesagt, hey, bist du verrückt? Hey, was machst du hier? Hey, komm nach Hause. Hey, nein, sie hat ihren Mann unterstützt bei dem, was sie gemacht hat. Warum? Weil er macht nichts Schlechtes. Weil sie wusste von ihm und sie kannte ihn nicht anders, als dass er rechtens handelt, als er nur Gutes macht. Und wenn eine Frau das sieht, dann unterstützt sie ihren Mann. Und so war Khadija radiallahu anha. Und somit wurde auch Khadija zu dem, was sie wurde. Zu dem Besten der Besten, subhanallah. Bis das, als dann an einer Nacht, dann, als Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Höhle war
und dann ein Mann oder jemand zu ihm kam und der ihn von hinten anfasste, angepackt hat und ihn dann gesagt hat, Iqra, lies. Er sagte zu ihm, lies, Subhanallah, Iqra. Und der Prophet Muhammad, ihr müsst euch das vorstellen, er kannte bis zu jenem Zeitpunkt, er kannte Jibril nicht, er kannte niemanden, er kannte keine Engel. Er war dort immer alleine, ganz alleine zurückgezogen und Ruhe. Ja, und es kam zu ihm nur seine Frau Khadija radiallahu anha. Und auf einmal plötzlich kommt jemand zu ihm mit einer Stimme, mit einer fremden Stimme, mit einem etwas ganz Fremdes, subhanallah, im Dunkeln und packte ihn und sagte zu ihm, lies, iqra. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, mana biqari, ich kann nicht lesen. Und dann hatte er ihn so gepackt und gedrückt, subhanallah, und dann Muhammad s.a.w. hatte Angst in dem Augenblick, natürlich hatte er Angst und war erschreckt, subhanallah. Und er wiederholte es und er sagte, iqra. Und er sagte, mana biqari, ich kann nicht lesen. Er hat ihm lies und er drückte ihn wieder fest und dann hat er ihn wieder losgelassen, ja, und wieder losgelassen und locker gelassen. Und dann sagte er beim dritten Mal, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lies im Namen deines Herrn, der erschuf. Subhanallah. Subhanallah. Und Subhanallah, was hat dann Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht? Er ist nach Hause gegangen und er war sehr beängstigt und hatte Angst, ja, hatte richtige Angst und ist nach Hause gegangen und ist nach zu Hause rein und Khadija sah ihn und sah ihm ins Gesicht und sie sah sofort die Veränderung, die man an seinem Gesicht erkennen konnte, die Angst. Und dann sagte zu ihm, was ist mit dir, O Gesandter Allah, was mit dir, O Muhammad? Und er sagte, Zimminuni, Zimminuni, bedeck mich, ja, er hat gezittert, Subhanallah. Und dann hat sie ihn bedeckt, Subhanallah, und dann sagte sie zu ihm, was ist, und dann hat er ihr berichtet, und dann sagte sie zu ihm, O Muhammad, hab keine Angst, schaut, direkt, als er Angst kam und Schrecken kam und er war nicht so wie sonst, ja, er war erschüttert, er war sehr erschreckt, subhanallah, in diesem Augenblick und beängstigt, und dann sagte sie zu ihm, O Muhammad, hab keine Angst, beruhige dich, hab keine Angst, bei Allah, la yukhzik Allah, Allah wird dich niemals erniedrigen, Allah wird dich niemals im Stich lassen. Und dann nannte sie ihm was? Und dann nannte sie ihm seine schönen Eigenschaften, ja, die ein Grund dafür sind, dass Allah ihn beschützt und dass Allah ihn nicht zugrunde gehen lässt, niemals. Warum? Weil er diese Eigenschaften hat, ein besonderer Mensch ist. Sie sagte zu ihm, O Muhammad, beruhige dich, hab keine Angst, denn bei Allah, du pflegst immer die Verwandtschaftsbande. Ja, du besuchst immer deine Familie, du kümmerst dich um deine Familie, du hilfst den Bedürftigen, du unterstützt die Armen. Ja, und du beschützt die Armen und unterstützt sie und du bist großzügig zu deinen Gästen und du unterstützt den Armen, Bedürftigen. Subhanallah, Allah wird dich niemals im Stich lassen. Subhanallah, schaut, wie sie ihn schon gestärkt hat und gestützt hat am ersten Tag seines Prophetentums. Subhanallah. Und dann, kurz darauf, hat sie zu ihm gesagt, O Muhammad, komm, wir gehen zu meinem Onkel, zu meinem Cousin, Waraqa. Und dann sind sie zu Waraqa gegangen, zu ihrem Cousin. Und Waraqa war dann sehr, sehr alt. Zu diesem Zeitpunkt war er auch schon sehr, sehr alt. Und er ist erblindet, also war auch dann blind und sehr, sehr alt. Und dann hat Khadija radiallahu anha ihm berichtet, Waraqa berichtet von dem, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam passiert ist, widerfahren ist. Und dann sagte er zu ihnen, und dann sagte Waraqa zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte zu ihm, wäre ich bloß noch so jung und stark, wenn dein Volk dich rauswerfen, oder wie kann man das am besten, ja, wäre ich bloß nur jung und stark, sodass ich dich unterstützte, sodass ich an deiner Seite stehe und dich unterstütze, wenn dein Volk dich rauswerfen wird. Wenn dein Volk dich boykottieren wird, wenn die dich rauswerfen werden, also aus Mekka,
Der Prophet Mohammed war erschüttert. Er liebte Mekka. Er ist in Mekka aufgewachsen. Er sagte zu ihnen, ja, oder sie dich verjagen, von dieser Stadt verjagen. Und er sagte, Mohammed war erschreckt über diese Information. Er sagte zu ihm, Awa Mukhariji, Yahum, werden sie mich etwa verjagen und von Mekka rauswerfen? Und dann Waraka sagte zu ihm, natürlich, natürlich, niemand, niemals ist jemand gekommen mit der Botschaft, mit der du gekommen bist, illa Udi, außer dass er verfeindet und bekämpft wurde. Niemals ist jemand gekommen mit der Botschaft, mit der du gekommen bist, mit der Botschaft, welche Botschaft meinte er? Mit La ilaha illallah. Niemand hat das Recht, angebetet zu werden, außer Allah. Niemand ist mit der Botschaft gekommen, mit der du gekommen bist, außer dass er verfeindet wurde und bekämpft wurde. Subhanallah. Naam, liebe Geschwister. Und so, liebe Geschwister, kamen dann viele schöne Sachen, viele schöne Hadith, die uns auch die Stufe von Khadija radiallahu anha zeigen, wodurch sie die Beste der Besten wurde, wodurch sie ein Vorbild für alle Frauen auf dieser Welt wurde, für die Vergangenen, für die vor uns waren und für die, die uns nach uns kamen, für die Frauen und für alle Mütter dieser Erde ist sie ein Vorbild, liebe Geschwister. So kam Jibril alayhi salam zu Muhammad sallallahu alayhi wasallam und er brachte ihm bei, wie man Wudu macht und wie man das Gebet verrichtet. Muhammad sallallahu alayhi wasallam ist nach Hause gegangen und er hat Khadija gerufen und er brachte ihr bei, wie man Wudu macht und wie man das Gebet verrichtet. Subhanallah. Und im Hadith, der authentisch überliefert wird, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع. Von den Männern haben viele Männer die Stufe erreicht, die Stufe der Vollkommenheit. Vollkommenheit in dem Sinne, dass sie vollkommen wurden in Bezug auf Glauben und Rechtschaffenheit und Gottesfurcht und schöne Charaktereigenschaften. Viele Männer haben diese Stufe erreicht. Ja, er sagte, Kamula von Kamal, Kamula min al-Rijal kathir. Von den Männern haben viele Männer die Stufe der Perfektion erreicht. Ja, oder der Kamal ist auch der Vollkommenheit. Ja, haben viele erreicht, weil es gab sehr, sehr viele Propheten und Gefährten von Propheten, ja, die diese Stufe erreicht haben. Und dann sagt er, aber von den Frauen haben es vier erreicht. Vier Frauen haben die Stufe der Vollkommenheit erreicht. Wer waren diese vier Frauen? Maryam bintu Imran, wa Asia, Zawjatu Fir'aun, wa Khadija bintu Khuwailid, wa Fatima bintu Muhammad radiyallahu anhunna ajma'in. Ja, er sagte, wer? Maryam, die Mutter von Jesus, Friede und Heil auf ihn und auf alle Propheten. Maryam radiyallahu anha, die Mutter von Isa alayhi salam. Und Asia, die Frau vom Pharao. Asia bintu Imran, die Tochter von Imran. Und Khadija bintu Khuwailid, die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Fatima, ihre Tochter, Fatima bintu Muhammad, die Tochter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Schaut, subhanallah, sie ist eine von den vier besten und edelsten und gottesfürchtigsten Frauen, die Allah jemals erschaffen hat. Von den Milliarden Frauen, die gelebt haben und den Milliarden Frauen, die noch leben werden, ist sie eine von den vier Besten, subhanallah, Allahu Akbar. Und ihre Tochter, die sie erzogen hat, ist ebenfalls eine dieser vier besten Frauen, subhanallah. Kurz darauf, liebe Geschwister, ist dann eine sehr, sehr traurige und schlimme Sache passiert. Da kam der Tod von Khadija radiallahu anha. Khadija
خديجة رضي الله عنها خديجة رضي الله عنها ist dann gestorben und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war sehr sehr traurig darüber. Er war sehr, sehr getroffen und sehr, sehr traurig über den Tod von Khadija radiallahu anha. Und deswegen, man nennt auch dieses Jahr das Jahr der Trauer. Weil sie war. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war wie gesagt sehr, sehr traurig über den Tod von seiner Frau. Und subhanallah, er hat auch in diesen ganzen Jahren, liebe Geschwister, er hat keine andere Frau geheiratet außer Khadija. Zu der Zeit, als er mit Khadija radiallahu anha verheiratet war, hat er keine andere Frau geheiratet. Ja, und er hat sie sehr, sehr geliebt, extrem viel geliebt, subhanallah. Und er hatte das Recht auch dazu, sie zu lieben. Und so war er sehr, sehr traurig. In diesem Jahr war er extrem traurig, subhanallah, über den Tod von Khadija, die ihn unterstützt hat, die mit ihm gelebt hat, die seine rechte Hand war, sozusagen, subhanallah. Und im gleichen Jahr ist auch sein Onkel Abu Talib gestorben, der ihn auch ebenfalls sehr, sehr beschützt hat und sehr unterstützt hat und bewahrt hat, subhanallah. Und das war, wie gesagt, deswegen wurde es auch das Jahr der Trauer genannt. Subhanallah, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat aber Khadija radiallahu anha so sehr geliebt, dass er sie nie vergessen hat. So sehr geliebt, dass er sie nie vergessen hat. Subhanallah. Und ich habe auch noch vergessen, einen Hadith zu erwähnen. Subhanallah, als Khadija noch gelebt hat, hat Allah azza wa jal, Allah der Erhabene, Allah azza wa jal, der Barmherzige, der Alabama, der Allmächtige, Subhanahu wa ta'ala, Al-Kabir, Al-Muta'al, Allah, Azza wa Jal, Jalla Jalalu, hat Jibril alayhi salam, Allah, hat Jibril alayhi salam, ein Hadith ist authentisch überliefert in Sahih Bukhari, oder ich glaube auch sogar Sahih Bukhari und Muslim, hat Jibril alayhi salam, und Jibril ist der größte und gewaltigste aller Engel, der schönste und gewaltigste und größte und beste aller Engel, Subhanallah. Hat Jibril geschickt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zu wem? Aminus Sama. Jibril ist der Vertrauenswürdige des Himmels und der Gewaltigste und der Liebling Allahs Azza wa Jal im Himmel. Allah schickt ihn zu seinem Liebsten und zum Vertrauenswürdigsten auf der Erde und zum Liebling Allahs Azza wa Jal auf der Erde. Um ihm was zu sagen, er sagt zu ihm, Jibril sagt zu ihm, O Muhammad, Jibril sagt zu Muhammad, O Muhammad, Geh zu deiner Frau Khadija und sag ihr, dass Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal bestellt ihr Grüße. Allah Subhanahu wa Ta'ala bestellt ihr Grüße. Yusallimu alaik. Wer Allah Subhanahu wa Ta'ala, der Alabama, der Barmherzige. Allah schickt dir Grüße. Stellt euch mal vor, liebe Geschwister. Allah grüßt dich. Was muss diese Frau für einen Wert, für eine Stelle bei Allah subhanahu wa ta'ala haben? Und was muss diese Frau für einen Stellenwert haben im Herzen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Allah Jibril, den gewaltigsten aller Engel, extra herabschickt, herabsendet zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ihm zu sagen, dass Allah ihr schöne Grüße bestellen lässt. Er sagte zu ihm, O Muhammad, Allah sagt dir, du sollst von Allah Khadija schöne Grüße bestellen und von mir. Und von wem? Und von Jibril. Bestell ihr schöne Grüße von Allah und von mir. Und sag ihr, dass Allah für sie ein Haus vorbereitet hat im Paradies. Allah hat für sie ein Haus, ein Palast vorbereitet, extra für sie, speziell für sie vorbereitet. Und gebaut. Und mit extra dieses Haus und Palast ist extra gebaut mit so Edelsteinen und
eine extra und ein Haus des Friedens und der Ruhe. Warum? Weil sie hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Friede und Ruhe gegeben in seinem oder in ihrem Haus. Und so war ihr Jaza von Jins al-Amal, yani vom Gleichen. Allah hat ihr ein Haus gegeben im Paradies und lässt ihr Grüße bestellen von Allah und von Jibril, subhanallah. Und dieses Haus ist gebaut aus Perlen und Steinen, extra speziell für sie, und ein Haus, in dessen sie Ruhe und Frieden findet. Speziell das, was sie auch dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geboten hat. Und schaut, subhanallah, und schaut, subhanallah, als Khadija radiallahu anha gestorben ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sie nicht vergessen. Jedes Mal, und es wird überliefert auch in authentischen Hadithen, jedes Mal, wenn er ein Schaf geschlachtet hat, und es ist auch überliefert im Hadith von Aisha radiallahu anha, auch in Sahih Bukhari, überliefert er auch immer, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Schaf schächtete, hat er immer Fleisch genommen und zu den Freundinnen von Khadija schicken lassen. Er hat sie nicht vergessen. Und er wollte ihr wenig, auch ihre Würde erweisen und seine Liebe zeigen, sogar als sie tot war. Subhanallah. Und er hat den Freundinnen von Khadija immer dann einen Anteil geschickt und immer Geschenke gemacht. Subhanallah. Subhanallah. Schaut. Und einmal, und Aisha radiallahu anha, sie war so eifersüchtig. Subhanallah. Sie war eifersüchtig, obwohl sie die jüngste und schönste Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebte zu der Zeit, als er mit allen anderen Frauen verheiratet war, nach Khadija radiallahu anha. Er liebte keine andere Frau wie Aisha. Er liebte keine andere Frau, wie authentisch im Hadith überliefert, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt wurde, wen liebst du am allermeisten? Er sagte Aisha radiallahu anha. Und er sagte der Fragende sagte dann, und von den Männern, er sagte, ihr Vater, Abu Bakr radiallahu anhu. Ja, er liebte Aisha am allermeisten. Aber subhanallah, schaut auf die Wahrhaftigkeit, auf diese Ehrlichkeit, diese richtige Liebe, die es gab zwischen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Khadija. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt auch im Hadith, Ruzigtu hubbaha. Ich habe, Allah hat mir ihre Liebe geschenkt. Ja, er hat die Liebe, die er hatte zu Khadija, er hat gesagt, das ist ein Geschenk von Allah, was Allah mir geschenkt hat, subhanallah. Und Aisha radiallahu anha, er liebte sie so sehr, aber Aisha hatte keine Eifersucht, oder nicht, sie hatte keine Eifersucht, wie sie hatte, über Khadija, obwohl, wie sie an Khadija, eifersüchtig auf Khadija war. Sie war auf keinen so eifersüchtig wie auf Khadija radiallahu anha. Warum? Weil immer der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt immer Khadija, Khadija, Khadija dies, Khadija das. Khadija war so, Khadija hat das gemacht, obwohl sie schon längst verstorben war. Sie war sehr eifersüchtig, Aisha radiallahu anha. Und sie hat auch recht. Sie hatte auch recht, eifersüchtig zu sein, weil ihr Mann war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Liebling Allahs azza wa jal. Und subhanallah, und dann sagte sie, einmal war sie dann so eifersüchtig, subhanallah, und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte immer wieder, Khadija, 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 er erwähnte sie so oft, und sie sagte, subhanallah, und dann hat sie was gesagt, hat Khadija zu ihm gesagt, hat Aisha radiallahu anha zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Sache gesagt. Sie sagte zu ihm, O Gesandte Allahs, Allah hat dir aber etwas Besseres gegeben. Allah hat sie ausgetauscht und dir etwas Schöneres gegeben oder etwas Besseres gegeben. Und sie meinte wen? Sie meinte natürlich sich selbst, weil sie jung war und Jungfrau war und so weiter und so fort. Und er liebte sie, er liebte Aisha radiallahu anha, wie gesagt, wie keine andere Frau. Ja, wie keinen anderen überhaupt.
als er gefragt wurde, wen er am allermeisten liebt, er sagte, Aisha, subhanallah. Und als sie dann sagte, hat ihr Allah nicht etwas Besseres gegeben? Oder Allah hat ihr etwas Besseres gegeben? Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt? Er sagte, nein, bei Allah. Ich schwöre bei Allah, Allah hat mir nichts Besseres gegeben als Khadija. Allahu Akbar, schaut, sie ist verstorben, schon lange weg. Also schon lange verstorben. Subhanallah, und er sagte, nein, bei Allah, Allah hat mir nicht etwas Besseres gegeben als Khadija. Obwohl er Aisha am meisten liebte, so viel liebte, er sagte ihr nein. Schaut auf diese Ehrlichkeit, diese ehrliche Liebe, die er hatte, zu ihrer Lebzeit und nach ihrem Tod, subhanallah. Er sagte, nein, bei Allah, Allah hat mir keine schönere und bessere Frau gegeben als Khadija und Allah hat mir von ihr auch Kinder gegeben. Schaut auch auf eine andere Sache, die er auch erwähnte, dass auch die Männer, das oder auch allgemein jeder Mann und jede Frau auch davon lernt. Wenn Allah dir Kinder gegeben hat von einer Frau, dann hat sie auch einen Stellenwert. Allah hat dir von dieser Frau Kinder gegeben, die nach deinem Tod inshallah für dich beten werden und spenden werden und für dich Dua machen werden. Allah hat dir von dieser Frau Kinder gegeben. Deswegen hat sie auch einen besonderen Stellenwert. Und sie hat sie für dich großgezogen und dafür gekämpft und dafür die Nächte wach geblieben, etc. Ja, sie hat sich um sie gesorgt, etc., etc., die auch deine Ehre sind und deine Nachkommenschaft sind und bilden. Und der Prophet Muhammad hat das auch genannt dann auch. Ja, er sagte, nein, bei Allah. Und Allah hat mir auch durch sie Kinder geschenkt, subhanallah. Schaut, liebe Geschwister, auf diese ganzen Sachen, subhanallah. Und es gibt natürlich über Khadija, radiallahu anha, vieles zu sagen. Aber die Zeit, inshallah, reicht nicht dafür. Ich muss auch ehrlich gesagt jetzt zum Gebet. Ich mache inshallah jetzt eine Pause, ungefähr eine Dreiviertelstunde, circa. Inshallah, ich muss zum Gebet. Und dann machen wir inshallah später weiter für die, die Interesse haben, inshallah. Dann werden wir inshallah über die Dunya sprechen, über das Weltliche und über den weltlichen Genuss. Möge Allah Azzawajal von uns und euch annehmen und möge Allah Azzawajal uns einen Platz schenken mit unseren Müttern, mit den Müttern der Gläubigen im Paradies. Möge Allah Azzawajal uns die Möglichkeit geben, sie zu treffen und uns bei ihnen zu bedanken und subhanallah, für das, was sie geleistet haben für den Islam und für die Muslime und für das, was sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam geleistet haben und geholfen haben, subhanallah. Möge Allah Azzawajal uns die Möglichkeit geben, dass wir uns bei ihnen bedanken dürfen im Paradies und dass wir sie sehen dürfen im Paradies, die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Möge Allah uns mit ihnen vereinen, auch wenn wir es nicht verdient haben. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.